Eine Sinfonie aus Glas und Beton. Eine Ikone der Architektur. Eine Jubiläumsfeier in Top-Zustand. Das Geno-Haus wird 50. Das imposante Bauwerk entwerfen die Architekten Hans Kammerer und Walter Belz. Ihr Konzept zeigt, wie sich auch große Bauten elegant gestalten lassen. Mitten in Stuttgart zieht das Geno-Haus den Blick des Betrachters auf sich. Architektur entsteht im Kontext ihrer Zeit. Satte Farbe und ausgefallene Formen dominieren im Geno-Haus. Heutige Klassiker modernen Designs sind schon damals vertreten. Mit Ausstellungen und Ankäufen engagiert sich das Geno-Haus über Jahrzehnte für die Kunst. Konkret konstruktive Bildhauerei und abstrakte Werke sind bis heute zu sehen. Visueller Komfort. Der 2007 gebaute Aufzug für Gäste und Besucher folgt einem Farbleitsystem. Viel Tageslicht schafft eine hohe Innenraumqualität. Eine anspruchsvolle Gestaltung verbindet sich mit klarer Funktionalität. So auch die unterirdische Garage, die 540 Pkw Platz bietet. Sich verändernde Nutzungsbedürfnisse erfordern Flexibilität. Mobile Trennwände teilen den Raum nach Bedarf. Open Spaces und Meetingzonen erzeugen Kommunikation. Moderne Bürolandschaften schaffen ideale Arbeitsbedingungen für Menschen. Ein reichhaltiges Angebot für Frühstück und Mittagessen erwartet die Gäste im Casino. 2000 wurde es dem Stil der 70er Jahre folgend sensibel umgebaut. Als graue Energie leistet das Geno-Haus seit 50 Jahren einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Durch den Einbau hocheffizienter gebäudetechnischer Anlagen konnte der Energieeinsatz drastisch reduziert werden. Der Kaltwasserspeicher ist Teil des innovativen Nachhaltigkeitskonzepts. Fortlaufend wird die Technik durch Weiterentwicklungen ersetzt. Ein sparsamer Umgang mit Energien und Rohstoffen fördert geringe Kosten. Die Nachhaltigkeit wird permanent erhöht. Beständige Instandhaltung und Modernisierung gewährleistet eine hohe Wertstabilität. Unser Ziel ist der nahezu emissionsfreie Gebäudebetrieb. Weithin sichtbar ziert in unserem Jubiläumsjahr ein Kunstwerk von Nikolaus Kolliusis die Fassade des Geno-Hauses. Die Zukunft kann kommen. 50 ist die Hälfte von 100.